Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Strategy Design Pattern etwas genauer anschauen. Und das ist eben ein Behavioral Pattern, weil wir eben unterschiedliche Verhalten in verschiedene Objekte letztendlich über die Strategy rein injizieren können. Ja, wann nutzt man das Ganze? Es gibt eben Situationen, in denen sich Objekte derselben Klasse unterschiedlich verhalten sollen, je nach Kontext, und diese unterschiedlichen Verhalten werden dann, wenn man das Strategy Pattern anwendet, nicht direkt in die jeweilige Klasse implementiert und dann beispielsweise über If-Else-Konstrukte ausgelöst. Also das heißt, okay, wenn ich mich in diesem Kontext befinde, dann führe das aus. Wenn ich mich in diesem Kontext befinde, führe diese private Methode aus und so weiter. Sondern diese Sachen werden in separate Strategy-Klassen ausgelagert und jede dieser Strategies implementiert eben eine gemeinsame Abstraktion. Und über Komposition werden dann diese Strategies zu der jeweiligen Klasse hinzugefügt. Das Ganze sieht eben so aus, dass wir eben hier den Client hatten. Und der hatte vielleicht vorher sehr viele Eigenschaften oder Methoden, die eben ihm im jeweiligen Kontext unterschiedliche Funktionalität bereitstellten. Also wie gesagt, eben hier war irgendwie ein If-Else-Konstrukt drin und der hat dann eben je nach Kontext in verschiedene Methoden letztendlich die Aufgabe weitergegeben. Und genau das wird jetzt eben aufgebrochen im Client. Wir bekommen eine Abstraktion, die eben eine Strategy ist, und dann gibt es verschiedene Klassen für diese Strategies, die diese Abstraktion implementieren. Und der Client programmiert eben über diese Abstraktion, um das Ganze aufzulösen. Da muss man sich auch in der Tat ein tatsächliches Beispiel anschauen. Und zugleich ist das eben auch die Lösung für Übung 11. Wir haben hier eben diese Artikelhierarchie in Übung 4 und eigentlich dann eher Übung 7 aufgebaut, in der wir eben verschiedene Eigenschaften zu bestimmten Artikeln hinzugefügt haben. Und das Wichtige ist eben, dass wir hier in der Artikel-Basisklasse die Aktualisiere-Qualität-Funktion hatten. Damit konnte eben die verbleibende Haltbarkeit und die Qualität eines Artikels aktualisiert werden. Und davon haben wir dann eben verschiedene Artikel abgeleitet. Also einer, der besser wird, das war der Brie. Dann haben wir den legendären Artikel, der eben gar nicht schlechter wird, aber auch nicht verkauft wird. Dann haben wir hier Standardartikel, die eben nach dem ganz normalen Algorithmus funktionieren. Dann haben wir Tickets, die eben immer besser werden, je knapper wir vor dem eigentlichen Event sind, aber danach werden sie komplett wertlos. Und wir haben hier eben verzauberte Artikel, die eben letztendlich wie Standardartikel funktionieren, aber eben doppelt so schnell verderben. Ja, und dann haben wir eben noch eine Waffe hier beispielsweise abgeleitet. Hier ein Elixier, ein Kleidungsstück, und wir haben damals in Übung 7 schon festgestellt, hey, diese Zutaten musste ich hier beispielsweise auf dem besser werdenden Artikel und auf einem verzauberten Artikel mit draufnehmen. Das passt eigentlich nicht so ganz, das schaut irgendwie aus wie eine Duplizierung von Code. Kann ich nicht eigentlich irgendwie eine Klasse, beispielsweise Nahrungsmittel, hier eben herstellen und dann eben diese Aktualisierung sozusagen für beide Klassen machen? Das Problem ist natürlich eben, dass diese Aktualisiere-Qualität-Methode hier oben drauf ist und der Brie verhält sich nun mal in dieser Hinsicht hier anders als der Mana-Kuchen, wenn ich mich richtig entsinne. Beides sind eigentlich Nahrungsmittel, aber wir haben hier eben einen Unterschied in der Qualität, wie sie sich aktualisiert, und deswegen musste ich hier diese Duplizierung machen. Das ist natürlich nicht das Optimum, das habe ich, glaube ich, damals im Video auch schon gesagt. Der Punkt ist hier eben, dass man
alles, was wir hier sehen, was sehr stark über Vererbung aufgebaut ist, wir sehen ja hier, wir haben ja eine abstrakte Basisklasse und leiten davon verschiedene andere Klassen ab. Der Punkt ist eben, dass wir diese starke Vererbungsstruktur, die wir hier haben, jetzt aufbrechen mit dem Strategy Pattern. Denn was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist, dass wir hier für einen Artikel eine Aktualisierungsstrategie mit übergeben. Und dafür ist der Artikel dann eben entkoppelt, wie er seine Haltbarkeit und seine verbleibende Tage oder und so weiter eben updaten kann. Und er, also davon ist er eben komplett entkoppelt. Das implementieren wir in anderen Klassen, in diesen Strategy-Klassen, in diesen aktualisiere Qualitätsstrategies eigentlich. Und der Client selbst kann sich dann eben dafür verantwortlich machen, wie denn jetzt letztendlich ein Gegenstand aussieht. Denn das Problem bei dieser Übung ist ja, wir bekommen hier jetzt mit dem Klassenmodell, was wir aufgebaut haben vorher in Übung 7 Probleme, in Übung 11, weil wir jetzt zum Beispiel hier Waffen bekommen, die nicht legendär sind. In unserem Diagramm ist aber jede Waffe legendär bis jetzt, wie wir hier sehen. Wir müssten sozusagen, wenn, dann wieder eine andere Waffenklasse machen, die dann für unseren Fall eben von Standardartikel ableitet und hier eben noch andere Sachen. Und genau das können wir jetzt eben mit dem Strategy Pattern umgehen. Ja, wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier eben die Artikelklasse und wir haben hier eben diese abstrakte Aktualisiere-Qualität-Funktion. Diese Abstraktion, die möchten wir jetzt eigentlich in ein eigenes Interface rausziehen. Und genau das werde ich jetzt auch mal machen. Also ich schreibe ein neues Interface, das heißt iAktualisiere-Qualität-Strategy. Und diese Methode kommt jetzt hier eben drauf. Aktualisiere Qualität. Und damit die Strategy eben mit etwas arbeiten kann, bekommt sie einen Artikel. So, und der Punkt ist jetzt eben, dass wir hier diesen Aufruf hier rausnehmen können. Und wir können hier wirklich jetzt eine Methode machen, die bloß heißt Public Void Aktualisiere Qualität. Und was wir hier machen ist, wir rufen jetzt einfach auf eine Aktualisiere Qualität Strategy. Eben aktualisiere Qualität auf. Und geben den This-Pointer mit, damit eben das entsprechende, die Strategy mit dem entsprechenden Artikel, auf dem aktualisiere Qualität aufgerufen wurde, arbeiten kann. Ja, dazu brauchen wir natürlich hier eine private aktualisiere diese Strategy eben. So. Das können wir sogar noch read-only machen. Und ich glaube, wir haben hier noch keinen Konstruktor. Das heißt, wir machen hier jetzt eben einen Artikel mit und lassen uns beim Instanzieren hier eben eine Strategy mit übergehen. Und halten uns diese hier eben in unserem Feld hier fest, damit wir eben die unten aufrufen können. Und letztendlich passiert hier eben nichts anderes, als dass wir diesen Aufruf jetzt eben nicht mehr selber lösen, also die eigentliche Logik, die dazu gehört, sondern wir leiten diesen Aufruf jetzt eben an eine Strategy weiter. Dann schiebe ich dieses Interface mal in eine eigene Datei und baue mir jetzt eben Klassen dazu, die die entsprechenden
unterschiedlichen Strategien zur Aktualisierung von Qualitäten eben hier einsetzen. Und wir haben hier eben eine Standard aktualisiere Qualität Strategie. Implementieren eben hier dieses Interface dazu. So. Wir überprüfen hier natürlich erstmal, ob dieser Artikel, der, mit dem wir hier aufgerufen werden, tatsächlich nicht null ist. Und wir kommen jetzt eben zu dem Punkt, dass wir hier einfach das, was im Standardartikel drin steht, dass wir das hier nehmen können und in unsere neue Strategy mit reingeben. Und wir sagen hier eben bloß Artikel verbleibende Haltbarkeit minus minus. Und hier müssen wir ebenfalls Artikel verbleibende Haltbarkeit kleiner gleich 0. Und dann aktualisieren wir hier eben die Qualität. Das ist eben unsere Standard-Aktualisiere Qualitätsstrategie. Wir können dann natürlich noch eine besser werdende Aktualisiere Qualität Strategie aufbauen. Hier überprüfen wir erstmal, dass der Artikel nicht null ist, aber im Prinzip können wir dann das, was hier im besser werdenden Artikel drin steht, tatsächlich rausnehmen, refactoren und hier in diese neue Strategy reingeben. Und natürlich brauchen wir auch hier dann eben erstmal den Artikel, den wir hier bearbeiten. Ja, und so kann man sich dann eben vorstellen, dass ich ähnlich wie ich diese Klassen damals abgeleitet habe, um die entsprechenden aktualisiere Qualität Elemente einzubauen, dass wir jetzt hier einfach noch weitere Punkte mit hinzunehmen. Also ich könnte dann eben sagen, dass ich hier noch den legendäre Artikel Strategie baue. Ich implementiere eben wieder dieses Interface hier und hole mir letztendlich aus diesem legendären Artikel, den wir hier haben, sehen wir hier, das Ding ist ja komplett leer. Und deswegen können wir dann eben auch hier einfach diese Implementierung leer lassen. Ist vollkommen okay. Ja, und dann muss ich natürlich die einzelnen Klassen, die ich jetzt habe, für die Artikel deutlich refactoren. Der Punkt ist dann aber, dass ich eben keinen besser werdenden Artikel mehr habe, sondern ich kann jetzt tatsächlich eben hier eine Klasse einführen, die tatsächlich Nahrungsmittel heißt. Und ein Nahrungsmittel ist eben wiederum ein Artikel, der Zutaten hat. Und wir brauchen natürlich einen Konstruktor, denn ich muss hier eben mir wiederum eine aktualisiere Qualitätsstrategie mir übergeben lassen, aber ich leite diese dann einfach an den Basiskonstruktor weiter. Und jetzt habe ich eben die Flexibilität, dass wir eben, deute ich eben hier mal im Programm kurz an. Ich werde mal diesen Code hier komplett auskommentieren, weil ich den natürlich jetzt gebrochen habe zum Erstellen der Artikel. Aber was ich dann eben machen kann, ist, ich habe hier den uralten Brief. Das ist eben jetzt ein neues Nahrungsmittel. Und dem gebe ich eben eine besser werdende, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie das Ganze heißt, damit ich mir das hier mit rübernehmen kann in die Program-Klasse.
So, dann nehmen wir das mal so. Da stelle ich mir einfach ein Objekt und injiziere das hier und kann dann eben sagen, wir haben hier eben eine Artikelbeschreibung. Brauchen wir die großartig? Eigentlich nicht. Wir haben hier eine Artikelgruppe. Okay, gut. Und hier geben wir eben an, das ist ein Lebensmittel. Das könnten wir jetzt eigentlich auch direkt in dieser Klasse Nahrungsmittel machen. Dann gebe ich hier natürlich den Namen an. Das ist der uralte Brie. Und hier habe ich eben noch eine verbleibende Haltbarkeit von 2 und eine Qualität von 2. Und genauso wie ich hier mir das eben unten aufgebaut habe, kann ich das auch hier machen. Das heißt, ich kann hier die Zutaten jetzt reinsetzen und hier eine neue Liste an Strings machen. Und da kopiere ich mir einfach hier diese Sachen mit raus. So. Das wäre jetzt eben ein Artikel und der Mana-Kuchen ist eben jetzt auch ein neues Nahrungsmittel. Hier brauche ich jetzt eigentlich eine andere Strategie. Die kann ich auch nochmal schnell implementieren. Public Class verzauberter Artikelstrategie. Auch das implementiere ich natürlich. Und wenn ich hier diesen Artikel bekomme, dann muss ich eigentlich im Prinzip das gleiche machen wie hier oben. Bloß eben doppelt so schnell. Also wir können dann nochmal hier in den verzauberten Artikel schauen. Hier nehme ich eben 4 und 2 statt 2 und 1. Das heißt, hier muss ich 4 und 2. Das war's. Und dann können wir eben wieder zurück in die Klasse Program gehen. Und ich erstelle mir hier eben ein verzauberter Artikel Strategie. Die ich hiermit übergebe. Und dann kann ich hier wiederum eben die Artikelgruppe auf Lebensmittel festsetzen. Wie gesagt, das werde ich dann wahrscheinlich noch so refactoren, dass das tatsächlich in der Klasse selbst ist. Hier kann ich eben sagen, verzauberter Mana-Kuchen. Hier haben wir eben eine verbleibende Haltbarkeit. Jetzt muss ich kurz gucken. Das ist eben die 3 und 6. Und dann kopieren wir uns einfach noch diese Liste hier unten an Zutaten. Und wir sehen jetzt eben, wir können dieselbe Klasse nutzen, das ist das Wesentliche, um zwei Nahrungsmittel abzubilden. Und wir haben durch die Strategie und eben die Flexibilität bekommen, dass sich dieser Artikel letztendlich, wenn bei Ihnen aktualisiere Qualität aufgerufen wird, dass diese eben dann nach dem Muster funktionieren, das ausschließlich eben hier an die Strategie dieser Aufruf weitergeleitet wird. Und dann können wir eben, da wir gegen eine Abstraktion programmieren, hier verschiedene Strategien implementieren, die eben jeweils etwas anders funktionieren. Und wir sehen dann hier eben, dass das Ganze deutlich flexibler wird und meines Erachtens ist auch die Struktur dieser Klassen dann besser, wenn wir hier das Strategie-Pattern einsetzen, um sozusagen die Funktionalität, die zu einem Objekt gehört, eben über Komposition zu meistern. Das ist eben auch so ein Punkt, wo man sieht, dass
Komposition viel, viel flexibler ist, als wenn ich das Ganze versuchen würde, tatsächlich über Ableitungen zu lösen, wie wir das hier sehen. Und ich brauche eigentlich bloß mal anführen, wenn ich jetzt eine andere Waffe bräuchte, die eben nicht legendär ist, dann müsste ich letztendlich hier von Standardartikel ableiten und hier eine Waffenklasse nochmal implementieren, die eben dann diese Aktualisierequalität von Standardartikel erbt und sich deswegen so verhält. Ja, das ist eben das Beispiel dafür, wenn wir das über Vererbung lösen, wird das Ganze in einem relativ komplexen Beispiel eben unflexibel. Wenn wir das Ganze allerdings über Komposition lösen, da nichts anderes macht ja das Strategy Pattern, dann kriegen wir eben solche Konstrukte hin, dass wir jetzt eben ein Nahrungsmittel haben und je nachdem, welche Strategie ich hier injiziere, sehen wir eben, dass sich diese unterschiedlichen Nahrungsmittel, oder Entschuldigung, diese Nahrungsmittel an sich, die von derselben Klasse abstammen, eben nach einem unterschiedlichen Muster verhalten zur Laufzeit, wenn ich aktualisiere, Qualität aufrufe. Ja, und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.